Moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge Dram Session in 2023, zur 11. Folge insgesamt. Heute geht es ins Land der Fjorde, in welches Land genau erfahrt ihr, wie denn dran bleibt. Bis gleich. Moin Leute, da sind wir wieder. Der Mirko. Der Karol. Und der Hubi hat auch wieder geschafft. Hinter die Kamera. Ja. So, erste Folge 2023. Wir haben schon ein bisschen angeteasert. Es geht in den Norden Europas, vorhin genau, ja, nach Norwegen. Und unser heutiger Patient ist, mal kopiert hier, unser heutiger Patient ist der Gjöleit. Aussprachetechnisch schwierig und auch was die Übersetzung angeht, ein Begriff, der sich wohl nicht eins zu eins aus dem Norwegischen übersetzen lässt. Im Isländischen heißt es irgendwas wie glühend. Und den glühen wir uns gleich rein. Aber vorher erfahren wir noch ein bisschen was über den Whisky von Mirko. Ja. Willst du vielleicht vorher was zu der Distille erzählen? Ja, die Distille ist ein sehr großer Konzern aus Norwegen, der aus einem norwegisch-staatlichen Spirituosenkonzern entstanden ist, hat sich 2009 privatisiert oder wurde privatisiert. Und daraus ist dann die Arcus-Destillerie entstanden. Arcus kennt jeder, glaube ich, aus seiner eigenen Bar, oder viele zumindest, haben davon sicherlich Dinge bei sich in der eigenen Bar stehen, unter anderem diesen hier. Es gibt da auch noch den Malteser, Aalborg und so weiter, die kommen alle von der Arcus-Destillerie. Also die stellen schon sehr viel Aquavit her, typisch norwegische Spirituosen oder skandinavische Spirituosen. Und haben sich darauf so ein bisschen spezialisiert und haben jetzt vor ein paar Jahren den ersten Whisky rausgebracht. Und den haben wir jetzt hier stehen. Die Destillerie ist ansässig in Hagan, das ist in der Nähe von Oslo, 20 Kilometer entfernt ungefähr. Ich habe keine Bilder sehen können, wie die da den Whisky brennen oder wie die Umstände da sind, wie das Brennhaus aussieht und so weiter. Aber ich denke mal, dass sie eine permanente oder kontinuierliche Brennblase haben, dass also der nicht in so kleinen Kupferbrennblases gebrannt wird, sondern in etwas mehr industriell ausgerichteten Brennblasen. Soll ich zu Whisky jetzt schon gleich was erzählen? Ich bin jetzt auf Redeschwein. Komm, ja, das, ja, ja. Aber also ich weiß so viel, ist kein Single Malt. Genau. Wie kommt es dazu? Genau. Ist kein Single Malt, weil nicht 100% nur Gerstenmalz drin ist, sondern es ist Gerstenmalz, 85% und 15% Weizenmalz damit drin. Und dadurch darf man den Whisky nicht Single Malt nennen, sondern man würde ihn wahrscheinlich als Single Grain Whisky titulieren, bezeichnen. Und du sagst es schon, das ist jetzt so die ersten Gehversuche, was Whisky angeht. Wie lange liegt der jetzt schon oder lag der schon? Der ist 10 Jahre alt, das heißt 10 Jahre lag er im Fass. Auf der Flasche selber sind einige Angaben zu dem Whisky. Unter anderem steht da hier vorne 73,5%. Das ist wahrscheinlich der Alkoholgehalt, so wie der Whisky aus der Brennblase. Habe ich das richtig gesagt diesmal? Ja, ne? Ja, ich habe ja schon das öfter versprochen. 73,5% kommt der Whisky aus der Brennblase und wird dann in die Fässer gefüllt. Wie er dann verdünnt wird, wenn er in die Fässer gefüllt wird, das konnte ich nicht herausfinden. Und der hat jetzt 47,2% hier in dieser Flasche Alkoholgehalt. Also schon ein bisschen stärker. 40% muss er ja haben, um Whisky genannt werden zu dürfen. Und 47,2% hat er. Schön. Jo. Limitierte Version. Genau, 6500 Stück gibt es davon nur. Das ist jetzt hier Flasche 1262. Wenn man sich jetzt nochmal mit dem Thema hier, was ich vorhin hier in die Kamera gehalten habe, mit Aquavit so ein bisschen beschäftigt, und da kommt man, glaube ich, nicht drum herum, wenn man über Arcus spricht. Aquavit bedeutet ja übersetzt Lebenswasser. Whisky kommt aus dem Gälischen, aus dem Ishgeba, so heißt es auf Gälisch, heißt auch übersetzt Aquavit. Und die ersten Whiskys, die rauskamen, die hatten noch den Namen Aquavitae. Also ist zwar der Bezug zwischen dem oder vom Whisky zum Aquavit durchaus gegeben. Allerdings ist natürlich im Aquavit eine starke Kümmelnote mit drin und Kräuter und so weiter. Das haben wir hier in dem Whisky natürlich nicht mit drin. War dem Aquavitae, also dem ursprünglichen Whisky, war der auch schon fast gelagert? Ja.
Das haben die später gemacht. Also nein, also letztendlich, klar, die haben den gebrannt, haben den dann zum Teil in Flaschen abgefüllt, aber um den so ein bisschen zu lagern, weil sie größere Mengen produziert haben, haben sie den natürlich auch in Holzfässer gepackt. Okay. Aber die ersten Whiskys, die rauskamen, die waren auch tatsächlich dieses ursprüngliche Aqua Vitae. Da haben sie quasi einen Feinbrand gehabt und haben da auch Kräuter reingepackt. Dann haben die dann Kräuter eingelegt und so eine Mazeration gemacht. Sodass es schon einen Bezug zwischen oder vom Whisky zum Aquavit gibt durchaus. Ja. Nicht nur namentlich, sondern auch vom Ursprung, genau, hier hergestellt. Genau, genau. Heutzutage wird der Aquavit in Norwegen in der Regel aus Kartoffeln hergestellt. Aber hier der, wie gesagt, aus Gersten, also dieser Whisky aus Gerstenmalz und aus Weizenmalz. Die Farbe kommt natürlich zustande. Genau, ist nicht gefärbt, ist nicht kühl gefiltert. Das heißt, wenn man jetzt hier einen Eiswürfel reinpacken würde, dann würde der so ein bisschen, würden sich so kleine Schlieren bilden. Es würde ja so kleine Ablagerungen, die sich aber in der Regel dann wieder auflösen, wenn der Whisky wärmer wird. Mhm. Was gemacht wird, wenn man Whisky zum Mixen nutzen will, dann haut man in der Regel ja oder legt man Eiswürfel rein und damit der sich nicht verfärbt, wird der oft dann kühl gefiltert vorher. Das wurde hier nicht gemacht, genau. Ja, ist für viele ja auch irgendwie ein Qualitätsanspruch an den Whisky. Ja. Kann man so und so sehen. Ja, genau. Ist für mich jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es ist eine interessante Information, sicherlich. Ja, dann wollen wir ihn aufmachen? Habe ich was zu den Holzfässern gesagt? Also der lag jetzt ja in Holzfässern, in Ex-Bourbon-Fässern. Also wurden dafür ehemalige Bourbon-Fässer genutzt. Bourbon darf ja nur einmal in einem Fass drin liegen. Dann darf man den Bourbon da nicht mehr reinfüllen und diese Fässer werden nach Schottland verkauft oder eben hier nach Norwegen und dann wird da der Whisky reingelegt. Und neben dem Bourbonfass ist er dann noch in einem Oloroso Sherryfass, hat er noch gereift. Und das ist so die Zusammenstellung der Fässer. Genau. Okay, spannend. Ja, ich würde sagen, ich mache den mal auf und vielleicht schenkst du in der Zwischenzeit. Ja, was Feines haben wir doch hier. Wir bleiben unserer Tradition ja treu, dass wir uns hier ans Alkoholische gewöhnen wollen. Und das machen wir mit einem Korb. Jawohl. Also wir dröhnen uns jetzt hier nicht zu, ich will hier niemanden langweilen, aber wir machen das nur, um den alkoholischen Gehalt bzw. den reinen, Geschmack des Geistes da drin, sage ich mal, uns damit nicht so beschäftigen zu müssen, werden wir jetzt unsere Zunge schon mal so ein bisschen oder unsere Geschmacksknospen da schon mal so ein bisschen an dieses Alkoholische gewöhnen und so einen kleinen Schluck. Ja, echt Korken auf ein Stück Plastik. Ja. Wenn du mal schnuppern möchtest. Mhm. Oh, riecht noch ganz gut. Ja, verströmt schon direkt ein gewisses Aroma. Ja. So viel möchte ich noch nicht verraten, das muss ja jetzt alles mal ankommen hier. Flasche, du hast zum Flaschendesign ja sonst auch mal was erzählt. Das finde ich jetzt gar nicht so aufregend. Ist eine Standardflasche. Ja. Ich meine nett, dass es einen echten Korken hat. Auf dem Etikett stehen ein paar Informationen, die man jetzt schwer entschlüsseln kann, wenn man kein Norwegisch beherrscht. Master Distilled Version ist es. Kann man grob übersetzen. Sieht man hier unter dem Namen. Und ansonsten... Ist eine kleine Flasche, ne? Ist glaube ich, 500 Milliliter? Genau. 500 Milliliter sind drin. Ja, ein bisschen schnuckliger, aber ist auch völlig in Ordnung. Und das Schwierige ist tatsächlich, also ich habe diese Flasche geschenkt bekommen von meinen Schwiegereltern, die eine Kreuzfahrt gemacht haben und auch in Norwegen waren und haben dann in Norwegen in so einem Laden da, Spirituosenladen, dann an mich gedacht und haben diesen Whisky dort gekauft. Und ich weiß tatsächlich nicht, was er gekostet hat. Aber wenn man in Norwegen Whisky kauft, dann ist das, glaube ich, schon relativ teuer. Also meine Vermutung ist sicherlich, dass er so vielleicht um die 80 Euro gekostet hat, schätze ich mal. Okay, gut. Weiß jetzt nicht, wie man ihn hier bekommen würde. Oder ich habe ihn hier tatsächlich nicht gefunden. Ich habe grundsätzlich auch in Deutschland noch keine großen Aufzeichnungen dazu gefunden zu diesem Whisky. Also es wird relativ schwierig werden, ihn zu bekommen. Es gibt sicherlich Wege, aber ich habe jetzt keinen aktiven Shop gefunden, der den Whisky aktuell anbietet.
Okay, dann hat das ja was richtig Exklusives heute. Absolut, absolut. Und dann können wir den Korn auch erstmal auf deine Schwiegereltern. Ja, Prost geht raus. Genau. Was hast du denn da eigentlich für ein Glas? Ja. Schlossberghöhlen, Homburg. Ach, das ist ja schön. Ja, naja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Das ist eine schöne Gegend. Ja, hat der Karol mir nämlich geschenkt, das Glas. Und ich habe hier standesgemäß Oslo. Ah ja, das passt ja auch. Ja, genau. Prost. In diesem Sinne, Prost. Ja. Auch übers Jahr hat sich nichts verändert. Lecker. Korn ist Korn. Ja, lecker. Wir sind bereit, oder? Ja. Wir sind bereit. Ja, greifen wir mal zu. In diesem Sinne, jetzt werden wir erstmal ein bisschen gucken. So, Farbe. Karamellig. Ja. Ah, hell, jetzt nicht dunkel. Aber auch kräftige Farbe, ne? Also ja. Nicht blass. Dafür, dass er jetzt nicht gefärbt ist. Genau. Also er hat schon ordentlich Farbe dann doch mitbekommen aus dem Fass. Wird sicherlich auch durch das Bourbon-Fass kommen. Und insbesondere, ja, mir fällt es immer schwer, Farbnuancen zu beschreiben. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Bernstein, helles Bernstein vielleicht. Ja, so in die Richtung geht's. Ja, riechen wir mal. Mit Farben brauchst du mich nicht fragen. Mit meiner Farbschwäche. Okay. Ja. Das Schlimme ist, ich finde, so in der trockenen Jahreszeit sind die Nasenschleimhäute durch diese Heizungsluft schon immer so ein bisschen angegriffen, dass man echt einen Moment braucht, bis man wirklich so ein bisschen was rauskriegt hier. Der erste Eindruck ist süß. Ja. Was das für eine Süße ist, weiß ich noch nicht. Ja, also, ich muss tatsächlich nochmal einen Moment geben. Mhm. Erster Eindruck, vanilleschotig. Ja. Jetzt kommt die Vanille durch, ja, okay. Du warst ein bisschen schneller. Ja, jetzt kommt auch so ein bisschen was Toffee-artiges. Also der entwickelt sich. Diese Vanillenote, die kam tatsächlich ein bisschen später. Jetzt kommt so ein bisschen Toffee bei mir auch durch. Am Anfang hatte ich tatsächlich so ein was Holzartiges, leicht Bitteres mit einer gewissen vielleicht Apfelnote. Jetzt entwickelt er sich und es kommt tatsächlich, kommen diese süßlicheren, zuckerartigen Aromen mehr durch, finde ich. Dass man jetzt mehr Vanille und mehr Toffee hat. Und jetzt wiederum verwandelt er sich erneut und es kommt, finde ich, tatsächlich ein bisschen was Kräuteriges durch. Nicht Aquavit oder so, aber irgendwas kommt da durch. Also es ist auf keinen Fall irgendwie Kümmel. Nein. Das wäre das, was man mit Aquavit verbinden würde. Ja. Aber irgendwie was Herbes, Kräuteriges. Kräuter kennt sich ja aus. Ich kenne Kräuter aus, das stimmt, genau. Ja, also ich finde ihn riecht sehr angenehm. Und dadurch, dass er sich auch so verwandelt hat im Laufe der Zeit, finde ich ihn tatsächlich sehr interessant. Er ist relativ kalt, ne? Finde ich. Also ich habe so den Eindruck, er könnte ein bisschen wärmer sein. Ja, aber gut. Ja, so. 10 Jahre, ja. Da darf er auch eine gewisse Komplexität haben und wäre schade, wenn er sich da nicht entwickeln würde. Ja. Da darf man auch nicht erwarten, dass wenn man die Flasche aufmacht, man direkt erriechen kann, was da so drin ist. Dem Ganzen darf man ruhig Zeit geben. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Was ist das? Ich habe gerade irgendwie ein Bild vor Augen, aber von irgendeiner. Was ist denn das? Ich hatte gerade, ich weiß nicht, ob das ein. Also ein Putzmittel ist oder wo mich hat das gerade an irgendwelche so Erfrischungstücher erinnert, aber nee, jetzt dominiert aber auf einmal wieder diese Vanillennote.
Ach so, Citrus-mäßig. Ja, möglicherweise. Dann kam das Spritzer. Das kann durchaus sein, dass es diese Richtung war. Also Spritzer kann man durch, ja. Okay. Ja, würde ich mal sagen, ne? Ja. Probieren wir den mal. Sehr gerne. Im ersten Moment fand ich ihn jetzt ein bisschen bitter. Mhm. Mit einer ganz, ich will es gar nicht schärfer nennen, das liegt wahrscheinlich einfach am Alkoholgehalt. Ja, ja. Und dann wird er süß. Der wird süß. Ich habe tatsächlich ein bisschen was Saures, was frisch, Saures, so ein bisschen Erfrischendes. Also ich habe am Anfang jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass mir die Bitternoten meine Schleimhäute gerade so ein bisschen verätzen, sondern ich habe tatsächlich so eine leichte Säure gehabt, ein bisschen was Süßes. Und das beides gepaart fand ich ziemlich spannend. Wenn man ihn dann eine Zeit im Mund hat, dann kommt von hinten das, finde ich, das Vanillearoma so ein bisschen durch. Ich finde, dass er nicht so süß ist, wie die Nase vermuten lässt. Mhm. Da hat er mich ein bisschen auf den Holzweg geführt. Nee, das stimmt. Ich find ihn aber relativ ausgewogen, muss ich sagen. Also vielleicht, wir dürfen uns da ja auch gerne widersprechen, beziehungsweise dürfen da ja auch andere Empfindungen haben oder Wahrnehmungen haben. Ja. Aber ich finde, er ist sehr ausgewogen. So eine leichte, fruchtige, frische Note, gepaart mit der süßen Note. Ergibt hier, finde ich, eine ganz nette Komposition. Es hat was vom Mundgefühl für mich wie Zartbitter, Edelbitterschokolade, eher Zartbitter. Mhm. Dann wird es ein bisschen stumpf im Mund. Mhm. Und das Gefühl habe ich jetzt auch gerade. Generell mag ich dunkle Schokolade ganz gerne. Ja. Aber schreckt mich das nicht an. Ich finde, es kommt tatsächlich so eine leichte Grain-Note durch, die so ein Grain-Whisky, der so ein bisschen was leicht Metallisches hat. Das wird vielleicht von diesem Weizen kommen, möglicherweise. Kann auch Einbildung sein. Wenn ich es vielleicht nicht wüsste, weiß ich nicht, ob ich es dann auch sagen würde. Aber es kommt tatsächlich so eine Note durch. Jetzt, da du das sagst, und mir das nochmal in Erinnerung musst, ist es wirklich so. Ja. Grain ist, schmeckt mal raus. Mhm. Ja. Schön. Ich finde es relativ spannend. Je mehr Alkohol im Whisky hat, desto leichter ist er eigentlich. Und desto mehr hat man eigentlich das Gefühl, dass er auf der Zunge verdampft oder so. Ich finde ihn aber relativ schwer auf der Zunge. Also von der Textur her ist er relativ schwer, so ein bisschen ölig. Man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt wirklich, man hat Spiritus oder so, also wirklich hochprozentigen Alkohol. 47% kann man nicht von hochprozentigem Alkohol sprechen, aber hätte ich jetzt auch erwartet, dass er ein wenig leichter schmeckt. Mhm. Ich finde ihn dafür aber relativ schwer, so im Mund, also so ölig ist. Und das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja. Trocken. Er ist sehr trocken. Also, du hast recht mit dem Öligen, stimme ich dir zu. Sobald er aber weg ist, zieht sich es bei mir so ein bisschen zusammen. Wie so ein schöner, trockener, richtig trockener Dornfelder. Schmecke ich ganz gerne, aber naja, trocken ist er halt. Beim Whisky spricht man immer von Astringenz, wenn er so bitter ist, dass sich das alles zusammenzieht und so im Mund stumpf wird irgendwie. Mhm. Hast du recht, wenn man, ich finde, die Zunge so ein bisschen am Gaumen hin und her bewegt, dann merkt man, dass tatsächlich so eine leichte Trockenheit dann vorherrscht. Ja. Ja, schön. Gut. Machen wir jetzt schon die Bewertung?
Es ist schon so lange her, dass wir da Jam Session gedreht haben, ne? Ablauf völlig vergessen. Ja, Ablauf völlig vergessen. Gar, ne? Keine Ahnung, wenn das hier alles funktioniert. Wir müssen noch Jams vergeben, glaube ich. Ja, wäre das nächste. 1 bis 5 war unsere Skala. Ja. 1 bis 5 auf der Richter-Skala. Mhm. Ich mach 3,5. 3,5. Mhm. Da gehe ich runter. Mhm. Ich gebe dem Ganzen 2,5. Ja. Die goldene Mitte von 5. Mhm. Erinnert mich von der Süße so ein bisschen an der Eberfeldi. Mhm. Aber Eberfeldi ist deutlich weicher. Mhm. Der hat diese stumpfe Note, die ich eigentlich ganz gerne mag, aber die ich jetzt nicht erwartet hätte. Mhm. Aber 10 Jahre in der Nase, ein bisschen komplexer. Oder die Komplexität, die ich da erwarten würde. Er haut mich jetzt aber nicht von den Socken. Mhm. Ein schöner Aperitif-Whisky. Mhm. Finde ich toll, aber jetzt nicht überragend oder so. Ja. Also ist für mich ein solides Mittelfeld. Ja. Okay. Deswegen 2,5. Ja. Ja, und jetzt spielen wir die Flasche. Ja, würde ich sagen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich in Folge verloren habe. Ich glaube, 4, 5. Ich weiß es jetzt hier nicht genau. Also ein paar haben wir hier schon stehen. Nachzählen dauert zu lange, das. Ja. So weit kann ich gar nicht zählen. Nee. Ja, ich würde mal sagen, ne? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Geht ab. Auf geht's. Schnick, schnack, schnuck. Das gibt's doch nicht. Und ich weiß ehrlich nicht mehr, was ich die letzten Male gemacht habe. Das ist wirklich intuitiv. Ja. Ich bin einfach eine Maschine. Ja. Einfach. Das mit diesem Schnick. Also ich glaube, ja, dass man mit. Ich muss mich mal anmelden. Es gibt ja Turniere. Es gibt Schnick, schnack, schnuck Turniere. Mhm. Aber da darfst du vorher kein Korn trinken, das ist Doping. Also ja, hast du recht, dann bringt das wieder nichts, ne? Das ist eine andere Voraussetzung. Ja, ja, schön. Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. 2023, neues Jahr, neues Glück. Vielleicht schauen wir uns diesmal wieder etwas regelmäßiger. Ah, bestimmt. Und das Tolle ist ja, wir haben sogar den Whisky für die nächste Folge schon da. Ja, wir verraten aber nicht, was es ist. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, woher er kommt. Ja. Also auch für mich wird auch eine Überraschung. Es wird wieder exotisch, wir werden einen anderen Kontinent besuchen und schauen wir mal, wie die Folge wird. Bleibt uns treu. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht ein Like da lasst, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr ab und zu mal reinschaut. Ich denke mal, wir haben hier immer sehr interessante Whiskys für euch parat. Exoten, immer wie versprochen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.